passieren. Eigentlich hatte ich eher an eine kleine Hochzeit gedacht. Das ist doch kein Problem, wenn Yasemin keine Zeit hat. Für eine Hochzeit brauchst du eine Braut. Hm? Aber nicht für die Planung. Yasemin darf das auf keinen Fall erfahren. Das soll eine Überraschung werden, dass wir den Termin noch schaffen. Caro! Dieser Spruch, was dich nicht umwirft, macht dich stark. Da ist was dran. Am liebsten will ich sterben. Ach, Schatz, jetzt freu dich doch, dass unser Sohn wieder nach Hause kommt. Deine Existenz hängt von dir ab. Sie hat dir das Veedel praktisch finanziert. Du hast dich von der Rima kaufen lassen. Es wird viel passieren. Wow, wow. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Wow, wow. Ein kleines Licht an allen Wegen. Wow, wow. Ich lasse mich von niemandem kaufen, okay? Konstanze hat mir Geld geliehen, damit ich das Veedel aufmachen kann, um dir einen Gefallen zu tun. Mir? Ja, du warst nach deiner Bandscheiben-OP halt außer Gefecht gesetzt und du hast gesagt, schau mal, was die Konkurrenz macht. Und das habe ich getan. Aber ich habe doch nicht gesagt, du sollst bei der Rima Schulden machen, geschweige denn das Veedel pachten. Da wäre ein Pizzaservice reingekommen, der hätte euch ruiniert. Stefano, eine Kölschkneipe ist doch keine Konkurrenz für ein Restaurant. Außerdem bleibt alles in der Familie, Dino wollte nur helfen. Ma porcaccia la miseria, du hast mir erzählt, dass du griechische Investoren hast. Das Geld aus Griechenland hat nicht mehr gereicht. Wieso erfahre ich sowas? Weil ich genau wusste, wie allergisch du auf Konstanzes Hilfe reagierst. Also, jetzt bin ich daran schuld, dass mein Sohn lügt. Wo ist das Problem? Ich habe Konstanze das Fehler zu verdanken und sie hat keine Gegenleistung dafür verlangt. Du wohnst schon bei ihr, trägst schicke Klamotten und die Uhr hier. Hast du die Uhr gesehen? Na, kannst du denn die eigene leisten? Ha? Hey, sag sowas nicht. Ich weiß, es tut jetzt alles scheiße weh, aber... Lass mich einfach, okay? Ich meine nur so ein bisschen quatschen, Caro. Caro, ich will dich echt nicht nerven. Und du bist dir sicher, dass du nichts essen willst? Naja, das Frühstück sieht eh nicht mehr so prickelnd aus. Ich nehme das mal mit. Willst du eine Cola zu deinem Mittagessen? Ich komme gleich wieder. Gefällt's dir? Das ist total süß. Leo war die erste große Liebe von Carolina. Da ist der Schmerz noch am größten. Sie so zu sehen. Irgendwann ist sie drüber hinweg. Ich habe mich mehr um sie kümmern müssen. Carolina schafft das schon. Wenigstens ist sie körperlich nicht mehr so am Ende. Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich wollte noch ins Krankenhaus, auch wenn Tarek da ist. Wo ist denn jetzt das Problem? Hier. Yasemin kommt morgen aus München zurück, aber die Hochzeit ist noch voll die Baustelle. Wie weit bist du? Eben hat der Typ angerufen, bei dem ich Blumen bestellt habe. Er hat sich den Fuß gebrochen. Kann nicht liefern. Perfektes Timing. Und was mit dem Brautkleid für Yasemin? Hängt noch in irgendeinem Laden, den ich noch nicht kenne. Okay, mit der Deko bist du auch noch nicht weiter, ne? Hat super lang gedauert, bis ich einen Verleih gefunden habe, der orientalischen Kram im Angebot hat. 1001 Nacht. Sieht nicht ganz aus wie Istanbul, aber Yasemin wird wissen, wie ich es gemeint habe. Ja, und wo ist das Zeug? Ich habe denen eben auf AB gesprochen, die haben noch nicht zurückgerufen. Aber die Ringe hast du, oder? Das ist das Wichtigste. Das ist auch das Einzige. Naja, wenigstens ist die Hochzeitstorte von Heidi fast fertig. Super, dann habe ich jetzt eine Torte, zwei Ringe und einen Standesbaum. Das wird Yasemin sehr romantisch finden. Du, immerhin 3 von 10. Besser als nichts. Komm, jetzt fahre ich erstmal ein bisschen runter. Ich kümmere mich um den Rest, okay? Einen Hochzeitsanzug auftreiben, das wirst du ja wohl schaffen. Das kriegen wir schon hin, hm? Jetzt muss los. Tschö. Ciao. Bitteschön. Dino. Du weißt also Bescheid. Dann könnt ihr mich ja jetzt zu zweit fertig machen. Ach,
habe ich doch gar nicht vor. Aber warum hast du uns denn nicht gesagt, dass das Geld nicht ausreicht für die Pacht und die komplette Einrichtung? Diese Rumlügerei. Wir hätten dir das Geld bestimmt geben können. Wie denn? Ich musste euch doch Geld geben nach dem Einbruch im Wilden Mann. Ja, aber das war dein eigenes. Oder etwa nicht? Naja. Auch Frau Riemer. Ja, und wenn schon. Hauptsache, du und Papa musstet den Wilden Mann nicht schließen. Heißt das, das ganze Geld kam jetzt von Frau Riemer? Und was ist mit Griechenland? Und deinen Gewinn? War das etwa auch alles gelogen? Was sollte ich denn machen? Die Unterstützung von Konstanze hättet ihr nie angenommen. Ich wollte euch helfen, Mama. Sonst säßt ihr jetzt auf der Straße. Das hätte ich nicht ertragen. Also wenn dein Vater erfährt, dass Frau Riemer nicht nur das Veedel finanziert hat, sondern auch die 7.000 für den wilden Mann. Na, gute Nacht. Mama. Und? Ich komme nicht an sie ran. Hat Caro irgendwas gesagt? Kein Wort, sie liegt einfach nur so da. Sowas braucht eben seine Zeit. Ich hätte das mit diesem Leo verbieten sollen. Man tut doch immer das Gegenteil von dem, was die Eltern sagen. Hat sie denn wenigstens wieder Appetit? Naja, könnte besser sein. Kann ich ihr denn irgendwie helfen? Keine Ahnung. Vielleicht einfach abwarten? Ich muss doch irgendwas für sie machen können. Vielleicht gibst du ihr noch ein bisschen Zeit. Vielleicht braucht sie etwas Abstand oder so. Ich soll sie jetzt allein lassen? So war das nicht gemeint. Es war nur eine Idee. Sorry. Ah, schon okay. Wahrscheinlich hast du jetzt im Moment einen besseren Draht zu ihr. Tust du mir einen Gefallen, bitte. Kümmere dich bitte um sie, ja? Mach ich. Danke. Von hinten siehst du eigentlich auch ganz hübsch aus. Hast du am Wochenende schon was vor? Hallo? Ich betreibe zufällig eine Kneipe, die am Wochenende den meisten Umsatz macht. Aber die Aushilfe, die ich dir neulich besorgt habe, die war doch gar nicht so schlecht, oder? Und Paris im Frühling ist ein Traum. 5 Sterne Luxushotel? Du bist natürlich eingeladen. Steck's wieder weg. Warum? Was ist daran nicht gut? Ich will keine Aushilfe. Ach komm schon, du bist doch total gestresst. Du brauchst mal wieder ein freies Wochenende. Und die Kosten für die Aushilfe, die übernehme ich natürlich auch. Für mich klingt das, als ob sie eine feste Bindung will. An deiner Stelle würde ich mal die Notbremse ziehen, bevor du noch in ihren festen Besitz übergehst. Du hast dich von der Riemer kaufen lassen. Was ist? Träumst du schon von Paris? Ich kann meine Stammgäste nicht vergraulen. Verstehe. Das ist doch nicht schlimm für dich, oder? Nein, nein. War ja nur ein Vorschlag. Jeder von uns beiden kann tun und lassen, was er will. Vielleicht sollte ich Carolina doch eine SMS schicken, oder? Hast du mir nicht gerade erzählt, dass du sie erstmal zurückkommen lassen willst? Ja, aber so gar nichts zu machen. Ja, ist nicht leicht. Aber Tarek hält doch die Stellung. Ach, ich bin eh genug ausgelastet hier. Raus, To-Do-Liste für die Hochzeit? Naja, ich habe ihm versprochen, dass ich ihm das meiste abnehme. Das musst du alles noch erledigen? Oh, ich hab doch dich. Ja, von wegen.
Wie, du willst Raul einfach so hängen lassen, oder wie? Hey, das ist dein Bruder. Außerdem machst du dich sicherlich großartig als Wedding-Planner. Ich kenne mich doch gar nicht aus. Ja, aber einer von uns beiden muss doch hier die Stellung halten. Du schaffst das schon. Schatz, wie soll ich denn bitte ein Hochzeitskleid für Yasemin aussuchen? Wer weiß, vielleicht entdeckst du eine tief in dir verborgene modische Ader. Es tut mir leid, aber ich kann hier wirklich nicht weg. Such dir doch einfach andere Hilfe. Ja, und wen? Inge zum Beispiel. Blumen sind doch ihr Spezialgebiet. Hm? Gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, aber wenn Inge hilft, dann kriegt das jeder im Marienhof mit. Und dann ist keine Überraschungshochzeit mehr. Inge wird dicht halten. Du musst ihr einfach sagen, dass es ein Geheimnis ist. Dann wird sie das schon verstehen. Okay, auf in den Kampf. Hey, dein Schlachtplan. Ach so. Als General. Danke, Schatz. Ich bin's wieder. Wow. Ein Laden mit Kartoffelbrei. Das Essen der Patienten ist echt 100-mal besser als der Personalfraß. Ich habe keinen Hunger. Kann ich mir das anreinziehen? Cool. Nettes Foto. Wegen mir musst du das gar nicht verstecken. Caro, sich da so richtig reinfallen zu lassen in die Sache, mit der Trauer und so, gar nicht verkehrt. Auf jeden Fall besser, als das Ganze zu verdrängen. Manchmal muss man halt den Schmerz noch mal richtig spüren. Hier, kannst du bestimmt gut gebrauchen. Weil es eine Überraschung sein soll für Yasemin. Mensch, in der Hochzeit. Das freut mich so sehr für die beiden, du. Ja, und Raul und ich, wir hinken noch ein bisschen hinterher mit den Vorbereitungen. Was kann ich tun? Du kennst dich doch so gut aus mit Blumen. Ist schon so gut wie erledigt. Und von mir erfährt keiner ein Wort. Gibt's denn dein Motto für die Hochzeit? Ja, 1001 Nacht. Yasemin wollte ja eigentlich in Istanbul heiraten. Orientalisch, wie romantisch. Du, da mache ich wahrscheinlich Lilien, Orchideen, vielleicht ein bisschen Mohn, ich weiß noch nicht so genau. Danke, Wissenschaft. Ja, klar. Sag mal, komm und hier. Ich hatte zu dem Thema einfach nichts zu sagen. Du hast nichts dazu zu sagen? Was ist mit dem Brautstrauß? Brautstrauß? Heißt das, Heidi und du, ihr wollt heiraten? Ja, nein. Es geht um Ron und Yasemin, um eine Überraschungshochzeit. Schon morgen? Wir können helfen. Das ist nett. Ist das die letzte? Ja, aber du, orientalische Deko kann ich dir besorgen. Ich habe da einen Kunden, der hat einen kleinen Laden in Ehrenfeld. Das soll wirklich nichts Großes sein. Was ist denn das für ein Geheimtreffen? Ja. Stell dir vor, Frau will Yasemin mit einer Hochzeit überraschen, aber das ist ein Geheimnis. Guten Morgen schon. Oh, das ist ja toll. Das wurde aber auch Zeit. Ihr dürft wirklich keinem was sagen. Nein. Oh, ich könnte Yasemin doch stylen. Und das Hochzeitskleid aussuchen, das fehlt doch noch, oder? Ja, aber dann muss es orientalisch sein. Meine leichteste Übung. Ich könnte vielleicht die Schnittchen machen. Die Schnittchen? Stopp, Leute. Es ist wirklich nett von euch, dass ihr mir helfen wollt. Aber das soll eine kleine romantische Feier sein. Das muss absolut geheim bleiben. Weil wenn das aufliegt, dann können wir alles vergessen. Ehrensache. Okay, super. Tschö, tschö. Ich finde, das wird die ultimative Hochzeit, oder? Yasemin wird Augen machen. Ja. Schatz, versprichst du mir, dass du dich nicht sofort wieder aufregst? Was kommt jetzt schon wieder? Ich habe mit Dino noch mal gesprochen. Und das ist so, also das Geld für den wilden Mann, das kam auch von Frau Rehmer. Was? Und unser Lokalenk am Finanzhof dieser Echse? Ich habe Dino in die Heime von der Rehmer getrieben und in ihr Bett.
Sie hat in mir Bett gezerrt als Gegenleistung für ihre Kredite. So muss es gewesen sein. Schatz, Dino ist doch kein kleiner Junge mehr. Das ist alles meine Schuld. Ich werde meinen Junge da wieder raus. Bin gleich wieder da. Als dann Lea während der Trauung aufgestanden ist, hat Ruth auf einmal wie in so einer Hollywood-Schnulze. Nur ohne Happy End. Ja, jetzt ist sie in Australien und ich bin hier. Fernbeziehung statt Eheleben. Auch eine Möglichkeit. Naja, ich glaube, ich habe dich jetzt genug gelangweilt mit meinem Geolle. Hab was für dich. Wenn du Bock hast drauf. Ist ein Special Mix von mir. Zieh ich mir mal rein, wenn's mir mies geht. Ich glaube, die auf der Station haben bestimmt schon eine Vermisstenanzeige für mich aufgegeben. Bis später. Vorbereitungen laufen nach Plan. Hat es denn Spaß gemacht, das Brautkleid anzuziehen? Alles im grünen Bereich. Ja, die Hochzeitstorte ist auch fast fertig. Ich mache noch ein paar schöne Verzierungen und dann ist sie perfekt. Hoffentlich wird das auch alles so romantisch und kuschelig, wie Jasmin sich das vorgestellt hat. Ein kleinen Kreis. Als ob ihr in Istanbul wärt, schon klar. Ich komme dann gleich in Bagdad vorbei und ihr bringt mich auf Stand, okay? So machen wir es. Ich schaue dann mal noch mal nach Caro. Hm? Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo, Constanze. Hallo. Dino. Ich habe ihn gefragt, ob er das Wochenende mit mir nach Paris fahren will. Und? Kann er nicht? Er will nicht. Er schiebt das Veedel vor. Das ist immerhin seine Existenz. Ach, komm schon. Ich habe ihm sogar angeboten, eine Aushilfe zu bezahlen. Ich würde gerne mit dir weiterquatschen, aber ich habe das Bagdad kurz abgeschlossen und muss wieder rüber. Willst du mitkommen? Nee, lass mal. Geh du nur, ist schon okay. Hey, es muss ja nicht immer Paris sein. Macht euch doch einfach hier ein schönes Wochenende. Immerhin wohnt er jetzt bei dir, das ist doch die Hauptsache. Er wohnt bei mir, weil es bequem ist. Nicht, weil er emotional zu mir steht. Hey, das hast du doch gewusst. Komm schon, sei doch froh, dass die Katze endlich aus dem Sack ist. Ich wette, mein Vater ist voll durchgedreht, nachdem er die Sache mit dem Geld für den wilden Mann erfahren hat. Naja, es war auch echt eine heftige Nummer, dass ausgerechnet Constanze und du... Sag mal, denkst du, mein Vater, wirklich, dass ich mich für Constanzes Geld flachlegen lasse? Dino, hör mal, ich wollte dich... Und weißt du was? Du hast recht. Plötzlicher Anfall von Selbsterkenntnis? Naja, die Uhr, der Anzug... Das war schon irgendwie interessant. Auf eine Art. Hat halt Spaß gemacht. Und Constanze ist ja auch eine sexy Frau. Ich hab mich da voll reinziehen lassen. Und jetzt? Alles zurück auf Anfang? Constanze war vorhin hier. Hat mich eingeladen für ein paar Tage nach Paris. Ich hab abgelehnt. Okay. Schluss mit der Gigolo-Nummer. Gratuliere. Und, soll ich dir beim Umzug helfen? Wieso Umzug? Nee, du wohnst doch bei ihr. Du hast ihren Schlüssel. Dino, wenn du es ernst meinst, dann musst du einen klaren Schnitt machen. Stimmt. Ich muss auch noch die Sache mit meinen Eltern hinkriegen. Es wird Zeit, erwachsen zu werden. Ab jetzt nehme ich die Dinge in die Hand. Sorry, schon wieder Futter. Die im Krankenhaus wollen die Patienten anscheinend mästen. Kann ich mal deine Schere haben? In deiner Tasche? Also die ist eigentlich nur dafür Keine Angst, ich baue damit schon keinen Scheiß. So.
Tschüss. Der Typ sieht ja voll zerflattert aus. Ach ja, der Apfelkuchen aus der Kantine, der ist legendär. Ich habe vorsichtshalber 2 Gabeln mitgebracht. Isst du mal. Wahnsinn. Letzte Gelegenheit. Ansonsten verschlinge ich das Teil. Mit der Torte hast du dich ja selbst übertroffen. Oh. Ist ein bisschen klein vielleicht, ne? Na ja, klar. Sie ist perfekt. Wird mir ja wohl noch sahren dürfen. Oh. Hallo. Der Wedding-Planner trifft seine Heinzelmännchen. Hallo. Tja, delegieren ist auch eine Kunst, ne? Ja. Sag mal, geht's Caro besser? Ja, sie machen noch ein paar Untersuchungen. Aber es wird schon. Und wie sieht's aus? Ja, gut. Alles klar. Der Blumenschmuck steht und ich muss jetzt nur noch den Brautstrauß binden. Ja, die Deko hole ich nachher aus dem Orientladen in Ihrefeld ab, ne? Perfekt. Endlich mal wieder eine richtig schöne Hochzeit im Marienhof. Wir können's gar nicht erwarten. Hey, Raul. Herr Maldini, was soll das sein? Das ist ein Schuldschein. Ab jetzt habe ich bei Ihnen Schuld und nicht mein Sohn. Heißt es, Sie wollen die Verpflichtungen Ihres Sohnes übernehmen? Exakto. Frau Rima, Sie haben die Leichtgläubigkeit meines Sohnes ausgenutzt. Inwiefern? Jeder weiß, dass Dino sich von Geld leicht beeindrucken lässt. Oh, Sie scheinen ja nicht besonders viel von Ihrem Sohn zu halten. Tja, er ist eben leicht zu manipulieren. Es reicht, Papa. Du musst mich nicht freikaufen, ich bin kein Gefangener hier. Dino, du hast mich völlig... Papa, entweder du akzeptierst, dass Constanze die Frau an meiner Seite ist, oder du gehst. Ich wollte doch nur... Deine Entscheidung. Was Sie auch planen, was auch immer Sie vorhaben, die Provinzial begleitet Sie ein Leben lang. Zuverlässig wie ein Schutzengel. Provinzial, immer da, immer nah. Hey, Lee! Diese Frau ist die Pest. Was sag ich? Die Pest und Cholera zugleich. Das war alles nicht so einfach. Ja, nur leider sind das nicht alle so. Nein. Dino. Der ist gestorben. Echt? Ja. Wieso denn nicht? Schön? Ja. Also entweder rede ich serbokroatisch oder die sind auf dem Ohr taub. Naja. Ich freue mich so für dich. Ja. Ey, warum bin eigentlich immer ich der Depp bei dem Spiel? Es tut mir wirklich wahnsinnig leid.